Jetzt habe ich doch noch mal eins entdeckt und das wollte ich euch doch noch mal geben. Ich habe euch das ja erzählt mit der Milch, die zubereitet worden ist, mit dem Brei, und dass es eben halt so kleine Heuler gibt, die das noch gar nicht können, die noch von der Muttermilch ernährt werden. Und die bekommen jetzt diesen Schlauch, wie ich das euch gesagt habe, in den Mund und den Brei oben in den Trichter rein. Und ab und zu wird dann so an der Kehle der Robbe so ein bisschen gerieben, dass das gut runterfließt, damit das auch in den Magen geht, weil die einfach noch nicht in der Lage sind, das selber zu machen. Und eben halt keine Mutter da ist, die sie säugt. So, der kleine Mann ist fertig. So, was machen sie jetzt? Dann wollen wir mal selber achten. Auch der geht ins Wasser. Ja, ob klein oder groß, ab ins Wasser. Zack. So. Jetzt kommt der nächste kleine Heuler. Das sieht vielleicht komisch aus, dass sie an den Schwanzflossen gezogen werden, aber auch die kleinen Heuler haben schon Zähne und die können gut zubeißen. So, zack, wieder in den Rachen rein. Aber es geht sonst nicht anders, weil die das sonst nicht trinken können. Das ist eben halt wie ein Säugling. Jetzt gucken die, dass da richtig drin ist, und jetzt wird das reingefüllt. So. Seht ihr? So. Ja, es ist ein bisschen blöd. Ich kann es aber nicht anders machen. Ich bin nicht direkt davor. So, und jetzt wird das Stück für Stück. Isst er das quasi? Trinkt er das? Er oder sie? Ich weiß es gar nicht. So, ganz viel Gefühl. Und guckt jetzt auch. Das Mäulchen wird festgehalten. So, aus die Maus. Fertig. So. Und jetzt geht es ab ins Wasser. Zack. Ja, das war eigentlich noch das, was ich euch gerne zeigen wollte. Und ich denke mal, das war es jetzt aber auch wirklich. Ne? Hier sieht man auch noch mal hier vorne so die kleinen Mäuse. Ach ne, schau mal, da hat noch einer einen Fisch entdeckt. Aber daran sieht man, dass die einfach schon viel weiter und agiler sind. Und aber mit dem Fisch, das müssen sie noch ein bisschen erarbeiten. Ne, da oben ist wieder, jetzt hat er den letzten. Zack, wieder das Fressen rein in den Schlauch. Und jetzt geht es ganz langsam. Sind ganz schön neugierig. Und schade, ihr habt es jetzt nicht. Der Fisch ist weg. Mhm. Haben sie geschafft. Alles ist aufgefressen. Ja, jetzt gehen wir nochmal langsam. So, gehen wir nochmal langsam hier rüber. So. Seht ihr? Kleine Schräuchchen. Und er hat den noch im Arm da oben. Da muss nochmal geguckt werden. Und zack, ab ins Wasser. Und da vorne ist jetzt einer, die kriegt jetzt auch schon ein bisschen Fisch. Wo ist sie denn da? Fisch und trinken. Ne? So. Ich hab mal hier, ich hab den Fisch, ich hab den Fisch. Mein Fisch, ich bin der Sieger. Yes. So, erstmal auffressen. Wie ihr seht, ist das wirklich alles gar nicht so ganz einfach für die Kleinen, mit so einem Fisch erstmal klarzukommen. Und dann bleibt er da wieder liegen, hat er nicht geschafft. Aber die haben alle gerade eben schon oben einen Fisch bekommen. Und alles, was sie mehr fressen, ist gut, und die sollen das ja auch lernen, und das ist das Beste, was sie jetzt machen. Sie lernen das dadurch auch, ne? Ja, okay. Mensch, Leute, jetzt war es das aber wirklich. Jetzt konnte ich euch alles zeigen, sogar die Fütterung nochmal. Und jetzt sage ich wirklich ciao, 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 ciao.